Vielen Dank für die Grüße. Grüße zurück nach Neustrelitz von der Internationalen Raumstation. Hoppa. So, meine Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Der ESA-Astronaut Alexander Gerst an Bord der Internationalen Raumstation oder Weltraumstation ISS, wie es im Behördendeutsch heißt, wird gleich einen Funkkontakt mit dem DLR-Projektlab in Neustrelitz haben, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort sind 20 Schüler, die 20 Fragen vorbereitet haben. Die kommen aus 5 verschiedenen Schulen. Und die werden Alexandra Gerst an Bord der Raumstation gleich diese Fragen stellen. Und ja, ich will mal versuchen, diese Funkverbindung hier mitzuhören und für euch aufzuzeichnen. Wundert euch nicht, die Bodenstation in Mecklenburg-Vorpommern ist für mich hier außer Funkreichweite. Aber ich werde euch die Fragen der Schüler unten einblenden und in der Videobeschreibung findet ihr sie auch. Also schauen und hören wir mal. Ja, der ist da schon. Noch sehr schwer zu verstehen, weil ich hier auch ein bisschen mit Interferenzen zu kämpfen habe. Vielen Dank für die Grüße. Grüße zurück nach Neustrelitz von der Internationalen Raumstation. Hoppa. Gerne. Hallo Saskia. Ja, Thema ist es bestimmt, weil natürlich, wenn man ein halbes Jahr von zu Hause weg ist, dann denkt man da schon dran und dann wünscht man sich natürlich auch immer mal wieder auch nach Hause zurück. Aber das Gute daran ist, dass wir hier sehr gute Kontaktmöglichkeiten haben. Wir können mit unseren Familien telefonieren jeden Tag, wir haben einmal die Woche eine Telekonferenz, wir können E-Mails schreiben und so lässt sich das dann schon ein bisschen vermeiden. Hallo Christoph, ich habe viele Talismänner mit auf der ISS und zwar sind das Andenken an meine Familie, Fotos und kleine Erinnerungsstücke, die mich an zu Hause erinnern. Ich habe nicht viel dabei, ich habe nur 1,5 Kilogramm Gepäck frei quasi und das habe ich eben mit diesen kleinen Dingen gefüllt. Ja, das Gefühl der Schwerelosigkeit ist schwer zu beschreiben. Es ist großartig. Man kann es vielleicht am ehesten noch nachempfinden, wenn man im Hallenbad sich einfach im Wasser treiben lässt und gar keinen einzigen Muskel anspannen muss. Es ist sehr, sehr bequem. Man kann sich mit einem kleinen Finger abstoßen, um zum nächsten Modul zu fliegen. Nachts muss man im Schlafsack sich nicht mal umdrehen, weil man nirgendwo aufliegt. Und es ist ein tolles Gefühl. Ja, das ist gar nicht so einfach, Wasser auszuschütten, weil es gibt ja kein oben und kein unten und deswegen kommt es darauf an, wo das Wasser drin ist. Wenn man das Wasser zum Beispiel in der Plastiktüte hat, dann kann man es rausdrücken oder in einem Trinkbeutel und das formt sich sofort zu einer Kugel durch die Oberflächenspannung. Das heißt, man hat Kugeln verschiedener Größe, so Wasserbälle und die schweben dann in alle möglichen Richtungen davon. Ja, Paul, das ist ganz einfach. Wir haben keine Dusche auf der ISS. Man wäscht sich aber trotzdem im Prinzip jeden Tag. Wir haben Einmalhandtücher. Das sind so vielleicht einen halben Meter mal ein Viertel Meter große Handtücher, die man mit warmem Wasser vollsaugen lässt. Und da ist auch Seife drin und dann kann man sich komplett von oben bis unten damit abwaschen jeden Tag. Man arbeitet ungefähr 12 Stunden am Tag.
das ist so ein regulärer Arbeitstag. Danach braucht man natürlich noch viel Zeit, um sich die Mahlzeiten zuzubereiten. Und man hat dann so letztendlich vielleicht eine Stunde Freizeit. Schlafen, ja, das ist unterschiedlich von Person zu Person. Ich schlafe so 7 Stunden jede Nacht eigentlich. Ja, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich tatsächlich noch nie bekommen. Und ich habe mich das auch gefragt und die Antwort ist, man spürt tatsächlich Muskelkater. Also ich tue ja jeden Tag 2,5 Stunden Sport machen und man merkt das am nächsten Tag schon, dass man gestern was gemacht hat. Ich versuche auch, mich danach im Sport ein bisschen zu strecken, aber das ist schwierig, eben weil man nicht die Schwerkraft hat, gegen die man sich anstemmen kann beim Strecken. Also das ist gar nicht so einfach. Jetzt das Maximum bei mir hier erreicht. Jetzt kannst du noch schlechter werden. Also, ja, das ist tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal passiert. Wir haben Polarlichter gesehen im Süden. Die waren wunderschön grün und rot. Und man sieht tatsächlich, dass die zum Teil unter uns und zum Teil über uns sind. Das heißt, manchmal fliegen wir mitten durch die Polarlichter durch. Und ab und zu kann man auch Sternschnuppen sehen. Das war für mich zum ersten Mal sehr verwunderlich, eine Sternschnuppe unter mir in die Atmosphäre eintreten zu sehen. Ja, das mache ich doch gerne. Ich mache sowieso jeden Tag im Prinzip hunderte Fotos und dann schaue ich mal, ob ich neue Strelitz draufkriege. Schaut doch einfach mal bei mir auf den Twitter-Account. Ab und zu schicke ich da neue Bilder von der Erde rüber und ich versuche mal, ob ich neue Strelitz draufkriege. Ja, offiziell bin ich Amateurfunker seit 2010. Da habe ich meine Lizenz von der NASA bekommen. In Wirklichkeit habe ich aber früher schon, als ich klein war, als ich 3, 4 Jahre alt war, schon mit meinem Opa, der begeisterter Amateurfunker war, in seinem Raum gesessen, wo die ganzen Amateurgeräte sind und habe mit ihm gefunkt. Ja, im Prinzip kann ich jederzeit anrufen, wenn ich möchte. Wenn ich hier mal ein paar Minuten frei habe, dann mache ich das auch. Und am Samstag gibt es dann eine geplante Videokonferenz, wo man sich dann letztendlich sehen kann auch. Ja, Oskar, das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass es hier viele Krankheiten gibt, die denen auf der Erde ähneln, wie zum Beispiel Osteoporose und Arteriosklerose. Das kann man auch gut untersuchen hier auf der Raumstation, deshalb, weil das eine beschleunigte Krankheit ist und die geht dann hinterher zum Glück wieder zurück. Aber es gibt auch Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahren herausgefunden haben, das Auge, dass der Augapfel ein bisschen deformiert, die nur in der Schwerelosigkeit ist. Und das wird im Moment noch untersucht. Das heißt, das ist noch nicht ganz klar, was das ist. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Situation. Der Rückflug zur Erde ist relativ kurz, dass man steigt ein und im Prinzip ist man 3, 4 Stunden später auf der Erdoberfläche. Die Atmosphäre bis zur Landung, das dauert im Prinzip nur eine halbe Stunde eigentlich dann. Bitte nochmal. Auf die Zeit nach der ISS werde ich wieder im Astronautenchor der ESA in Köln arbeiten und mich vielleicht eventuell auf einen weiteren Flug vorbereiten. Okay, ich kann jetzt leider nichts mehr hören. Ich denke, die Verbindung ist am Ende. Ich sehe schon, wir sind hier schon über dem Schwarzen Meer. Daran liegt dann, sage ich mal, Tschüss an CNR in Neustrelitz. Alles Gute und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Hier ist die internationale Raumstation aus. Ja, das war's. Also von Anfang bis Ende haben wir es mitgekriegt. Nicht immer perfekter Empfang, sag ich mal, salopp gesagt. Aber vielleicht schaut ihr mal wieder vorbei und ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.